Herr Staatssekretär, was wir unter Neuordnung Europas und unter Endlösung der Judenfrage verstehen. Nicht wahr? Sollte man meinen. Ich habe durchaus realisiert, was gemeint ist, Gruppenführer. Wenn seit den ersten Nürnberger Gesetzen die Schraube immer enger gezogen worden ist, wenn wir die Juden dann zur Vermögensabgabe und zur Auswanderung gezwungen haben, wenn wir sie danach massenweise exekutierten und wir nun also die Erfahrungen für die Endlösung besitzen, wie gesagt wurde, dann, mit Verlaub, stelle ich mir nicht vor, dass wir diese 11 Millionen in die Sommerfrische schicken. Ich hätte ja wohl allen Grund, mein Lehrgeld zurückzufordern, wäre ich nicht imstande, ein Scheunentor zu sehen. Wofür hält man mich? Ich kann nur wiederholen, Herr Staatssekretär, es liegt nichts gegen Sie vor. Ich darf dann wohl gebeten haben, es mir nicht als Defätismus anzukreiden, wenn ich die Aufmerksamkeit auf folgende Tatsachen lenke. Noch stehen wir im Kampf mit Russland. England nicht niedergerungen, Vereinigte Staaten noch nicht in Erscheinung getreten. Gebiete auf der europäischen Landkarte, die unserem Einfluss entzogen sind. Fluchtreservate, Widerstandsbasen, Ausgangsmöglichkeiten. Das ist von magnetischer Anziehungskraft auf jene, auf die sich ihr Zugriff richtet, die Halbjuden. Die entkommen uns nicht, da halten wir schon den Daumen drauf. Punkt 1 unserer Friedensdiktate nach dem Endsieg wird die Forderung sein, sämtliche Juden und, wenn wir es hier beschließen, sämtliche Halbjuden auszuliefern aus beiden Hemisphären. So wie dieser Krieg zum Weltkrieg geworden ist, wird auch die Endlösung weltweit sein, nicht mehr und nicht weniger. Haben Sie eine Alternative, Herr Staatssekretär? Was schlagen Sie vor? Nichts. Ich schlage vor, nichts zu tun. Die Gesetze erlauben Halbjuden nur Arier zu ehelichen. Halbjuden werden also in 2 Generationen vom deutschen Volkskörper ohne jede Gefahr für ihn aufgesogen. Wir haben Auftrag zur Gesamtlösung der Judenfrage ohne Wenn und Aber, noch während des Krieges. Also, Herr Staatssekretär? Nun, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Sterilisation. Es ist auch nach vorliegendem Arbeitspapier vorgesehen, unter Römisch 4, die von einer Evakuierung auszunehmenden Mischlinge, also die mit Deutschblütigen verheirateten, sowie die mit Ausnahmegenehmigungen unfruchtbar zu machen, um damit jede Nachkommenschaft auszuschließen. Das ist aber doch nicht wahr, auch gar nicht neu. Das haben wir doch alle schon gehabt. Sie haben mich nicht verstanden. Ich denke nicht an die Sterilisierung von Vorzugsjuden, sondern an die Sterilisierung aller Halbjuden. An eine kollektive Zwangssterilisation. Ja, Herr Staatssekretär, warum denn nicht gleich so? Das ist doch was. Es ist immerhin beruhigend zu hören, dass Sie nicht grundsätzlich gegen eine Liquidierung des Volkes Juda und seiner halbseidenen Ableger sind. Sterilisierung, das gefällt mir. Als Blutsträger wären Sie am Ende, als Arbeitskraft blieben Sie uns noch eine Weile erhalten. Genau das, was wir brauchen. Das sind zehntausende Krankentage. Das wird nicht gehen bei der derzeitigen Inanspruchnahme der Hospitäler durch unsere Verwundeten. Und bedecken Sie die Kosten. Ich habe gehört, es geht sowas auch mit Röntgenstrahlen. Experiment in Konzentrationslagern. Man könnte die Judenstämmlinge unter einem Vorwand in ein Amt zitieren. Sie treten vor einen Schaltertisch, darunter die Apparatur, und während man mit ihnen redet, ein paar Minuten, sind Sie fertig, hoppla. Schalter oder nicht, besprechen Sie das mit Reichsgesundheitsführer Buhler, Führerkanzlei. Meine Herren, ich sehe, wir können das Problem der Halbjuden heute nicht lösen. Da gibt es noch das Problem der Vierteljuden und der Mischehen. In diesem Falle bitte ich um ein Frontkommando, das halte ich nicht aus. Wieso wir allerdings noch Volljuden bevorzugen, bloß weil sie arischblütige geheiratet haben, verstehe ich wirklich nicht. Kamerad Streicher trifft den Nagel auf den Kopf. Eine von Judensperma besudelte Vagina ist eine Kloake und bleibt eine Kloake. Da hilft auch hinterher kein germanischer Besen mehr. Meine Herren, ich schlage vor, dass Vertreter unserer Zentralinstanzen das Gespräch auf einer unteren Ebene fortsetzen. Obersturmbannführer Eichmann wird sich dann mit Ihren nachgeordneten Dienststellen in Verbindung setzen. Zwischenzeitlich bitte kurzschriftliche Darlegung der Standpunkte der beteiligten Seiten an Reichskanzlei. Sollte auf diesem Wege keine Einigung gefunden werden, behalte ich mir vor, Entscheidungen an höchster Stelle herbeizuführen. Noch irgendwelche Fragen? Obergruppenführer, ich hatte schon hingewiesen, 2,5 Millionen polnische Ghettojuden. Seuchen, Kriminalität, Schleichhandel, die Wirtschaftsstruktur des Gouvernements bedroht. Könnte man unsere Juden nicht als Erste einbeziehen? Kurze Wege, Transportproblem gering. Ja, ja, natürlich, Polenjuden zuerst. Der Herr Generalgouverneur wird es Ihnen zu danken wissen. Geschenkt. Eine Beunruhigung der polnischen Bevölkerung, die sich einbezogen vermuten könnte, sollte aber vermieden werden. Eine Frage der Tarnung und des Tempos, und wir beabsichtigen, auf beiden Gebieten Hervorragendes zu leisten. Alles wird schnellstens abgewickelt. Das Protokoll, bitte. Kurzfassung geht Ihnen heute noch gesondert zu. Ihre Aufgabe, Eichmann.
Ich darf Sie anschließend noch einen Augenblick bitten. Ja. Gern. Meine Herren SS, ich erwarte Sie um 16 Uhr in der Prinz-Albrecht-Straße. Abschließend darf ich noch einmal gebeten haben, bei der Durchführung der Endlösung auch weiterhin Ihre Unterstützung zu garantieren. Das war's. Ich danke Ihnen. Obergruppenführer? Ja, bitte. Sie verzeihen, Obergruppenführer, Sie sagten vorhin, jene Juden, die nicht durch Arbeit ausfielen, seien gesondert zu behandeln. Ja, ja, natürlich. Ich meine, rein technisch gesehen, das wären doch 11, vielleicht sogar 22, vielleicht sogar 23 Millionen Schuss Gewehrmunition in diesen Kriegszeiten. Es gibt andere Methoden. Elegant. Humanere. Lesen Sie Adolf Hitler, Mein Kampf, Seite 772 in der letzten Auflage. Und lernen Sie, die Führer mein Wort zu nehmen. Wissen Sie, was der Führer da schreibt in seinem Buch? Der Hinweis häuft sich. Er sagt, es wäre besser, man würde die Angehörigen des hebräischen Volkes einfach unter Giftgas halten. Gas? Ich wünsche, von meinen Dienstgeschäften entbunden zu werden. Vielleicht kann ich meinem Land mit der Waffe besser dienen. Ich werde meinen Wunsch diesmal dem Führer direkt übermitteln. Über die Reichskanzlei, über Sie. Geht das? Vielleicht. Danke, ich danke Ihnen. Tja. Wir sind doch beide überzeugte Nationalsozialisten. Aber es gibt Dinge, die man wohl besser den Jüngeren überlässt. ZZ. Ja. Vielleicht. Bertha? Haben Sie? Herr Littler. Ja, Bertha! 7213. Ein interessanter Aufgabenbereich. Alf Hofwasterber, Jago! Bezug wie bestätigt! Und waschen Sie sich die Ohren, Sie Weihnachtsmann! Ende! Ja, komm ich so gut durch, Obersturmbannführer. Ach, scheiße, mein Mädel, die Arschlöcher pennen da oben. Danke. Ist gelaufen, Obergruppenführer? Ausnahmsweise, zur Feier des Tages, ein Cognac. Wir brauchen 30 Protokolle, Eichmann. Liefern Sie mir heute Nachmittag Ihren Entwurf. Zu Befehl, Obergruppenführer. So deutlich wie nötig und so undeutlich wie möglich. Bitte gehorsamst fragen zu dürfen, was deutlich? Zustimmung zu unserer Federführung, das ist die Hauptsache. Jawohl, Obergruppenführer, alles klar. Sie sind ja so aufgekratzt, Eichmann. Was Besonderes? Als Geheimbote in unserer Aktionszentren hatte ich, also offen gestanden, Obergruppenführer, nicht wahr? Ja, ich meine, da war mir die Empfindung einer gewissen Verlorenheit, wenn ich mich so ausdrücken darf, eine gewohnt. Aber jetzt sehe ich Zustimmung. Offiziell, in allerhöchsten Kreisen, auch der Zivilverwaltung. Das gibt mir das gewissermaßen ein pilatushaftes Gefühl der Zufriedenheit. Melde gehorsamst. Kamerad Eichmann zeigt Gefühle. Müller? Moment mal, meine Dame. Es wird Zeit, dass sich die Telefonzentrale einer etwas korrekteren Ausdrucksweise befleißigt. Es heißt nicht Büro Himmler, sondern Dienststelle des Reichsführers SS am Apparat, klar? Der Reichsführer persönlich für Obergruppenführer Heydrich? Verbinden Sie. Heydrich? Jawohl, Reichsführer. Konferenz soeben beendet. Ja. Ja, unsere Federführung durch die noch zweifelhaft gewesenen Zentralinstanzen vorbehaltlos anerkannt. Ich danke Ihnen, Reichsführer. Herr Littler. Bitte, meine Herren. Tja, unser Marschziel für heute ist erreicht. Die Ministerialbürokratie hängt mit drin, die Partei SS-Generalität. Aus Schielen nach dem Westen bringt nichts mehr. Tja, mit gefangen, mit gehangen. Also mit dem Führer bis zum Endsieg oder in den Untergang. Prost, mein Herr. Meine Herren. Herr Littler. Herr Littler. Herr Littler! Es bleibt dabei. Wir sehen uns in Prag. Es bleibt dabei. Ja, großartig. Es hat sich also doch gelohnt, wieder mal nach Berlin zu kommen. Was treibt er da unten bei Ihnen? Mache schieben oder frisst er nur? Rebellen der Schlupfwinkel, Obergruppenführer. Sie sitzen in Schornsteinen, mauern sich in Latrinen ein, verkriechen sich ganze Familien unter den Dielenbrettern. Aber Hasso findet sie alle. Und dann?
Handgranate, Rums, fertig. Na, fahr wieder. Wenn seit den ersten Nürnberger Gesetzen die Schraube immer enger gezogen worden ist, wenn wir die Juden dann zur Vermögensabgabe und zur Auswanderung gezwungen haben, wenn wir sie danach massenweise exekutierten und wir nun also die Erfahrungen für die Endlösung besitzen, wie gesagt wurde, dann, mit Verlaub, stelle ich mir nicht vor, dass wir diese 11 Millionen in die Sommerfrische schicken. Ich hätte ja wohl allen Grund, mein Lehrgeld zurückzufordern, wäre ich nicht imstande, ein Scheunentor zu sehen. Wofür hält man mich? Ich kann nur wiederholen, Herr Staatssekretär, es liegt nichts gegen Sie vor. Ich darf dann wohl gebeten haben, es mir nicht als Defätismus anzukreiden, wenn ich die Aufmerksamkeit auf folgende Tatsachen lenke. Noch stehen wir im Kampf mit Russland. England nicht niedergerungen, Vereinigte Staaten noch nicht in Erscheinung getreten. Gebiete auf der europäischen Landkarte, die unserem Einfluss entzogen sind. Fluchtreservate, Widerstandsbasen, Ausgangsmöglichkeiten. Das ist von magnetischer Anziehungskraft auf jene, auf die sich hier Zugriff richtet, die Halbjuden. Die entkommen uns nicht, da halten wir schon den Daumen drauf. Punkt 1 unserer Friedensdiktate nach dem Endsieg wird die Forderung sein, sämtliche Juden, und wenn wir es hier beschließen, sämtliche Halbjuden auszuliefern aus beiden Hemisphären. So wie dieser Krieg zum Weltkrieg geworden ist, wird auch die Endlösung weltweit sein, nicht mehr und nicht weniger. Haben Sie eine Alternative, Herr Staatssekretär? Was schlagen Sie vor? Nichts. Ich schlage vor, nichts zu tun. Die Gesetze erlauben Halbjuden nur Arier zu ehelichen. Halbjuden werden also in 2 Generationen vom deutschen Volkskörper ohne jede Gefahr für ihn aufgesogen. Wir haben Auftrag zur Gesamtlösung der Judenfrage ohne Wenn und Aber, noch während des Krieges. Also, Herr Staatssekretär? Nun, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Sterilisation. Es ist auch nach vorliegendem Arbeitspapier vorgesehen, unter Römisch 4, die von einer Evakuierung auszunehmenden Mischlinge, also die mit Deutschblütigen verheirateten, sowie die mit Ausnahmegenehmigungen unfruchtbar zu machen, um damit jede Nachkommenschaft auszuschließen. Das ist aber doch nicht, war auch gar nicht neu. Das haben wir doch alle schon gehabt. Sie haben mich nicht verstanden. Ich denke nicht an die Sterilisierung von Vorzugsjuden, sondern an die Sterilisierung aller Halbjuden. An eine kollektive Zwangssterilisation. Ja, Herr Staatssekretär, warum denn nicht gleich so? Das ist doch was. Es ist immerhin beruhigend zu hören, dass Sie nicht grundsätzlich gegen eine Liquidierung des Volkes Juda und seiner halbseidenen Ableger sind. Sterilisierung, das gefällt mir. Als Blutsträger wären Sie am Ende, als Arbeitskraft blieben Sie uns noch eine Weile erhalten. Genau das, was wir brauchen. Das sind zehntausende Krankentage, das wird nicht gehen bei der derzeitigen Inanspruchnahme der Hospitäler durch unsere Verwundeten. Und bedecken Sie die Kosten. Ich habe gehört, es geht sowas auch mit Röntgenstrahlen? Experiment in Konzentrationslagern. Man könnte... Römisch 4. Die von einer Evakuierung auszunehmenden Mischlinge, also die mit Deutschblütigen verheirateten, sowie die mit Ausnahmegenehmigungen unfruchtbar zu machen, um damit jede Nachkommenschaft auszuschließen. Das ist aber doch nicht, war auch gar nicht neu. Das haben wir doch alle schon gehabt. Sie haben mich nicht verstanden. Ich denke nicht an die Sterilisierung von Vorzugsjuden, sondern an die Sterilisierung aller Halbjuden. An eine kollektive Zwangssterilisation. Ja, Herr Staatssekretär, warum denn nicht gleich so? Das ist doch was. Es ist immerhin beruhigend zu hören, dass Sie nicht grundsätzlich gegen eine Liquidierung des Volkes Juda und seiner halbseidenen Ableger sind. Sterilisierung, das gefällt mir. Als Blutsträger wären Sie am Ende, als Arbeitskraft blieben Sie uns noch eine Weile erhalten. Genau das, was wir brauchen. Das sind zehntausende Krankentage, das wird nicht gehen bei der derzeitigen Inanspruchnahme der Hospitäler durch unsere Verwundeten. Und bedecken Sie die Kosten. Ich habe gehört, es geht sowas auch mit Röntgenstrahlen? Experiment in Konzentrationslagern. Man könnte die Judenstämmlinge unter einem Vorwand in ein Amt zitieren. Sie treten vor einen Schaltertisch, darunter die Apparatur, und während man mit ihnen redet, ein paar Minuten, sind sie fertig, hoppla. Schalter oder nicht, besprechen Sie das mit Reichsgesundheitsführer Buhler, Führerkanzlei. Meine Herren, ich sehe, wir können das Problem der Halbjuden heute nicht lösen. Da gibt es noch das Problem der Vierteljuden und der Mischehen. In diesem Falle bitte ich um ein Frontkommando, das halte ich nicht aus. Wieso wir allerdings noch Volljuden bevorzugen, bloß weil sie Arischblütige geheiratet haben, verstehe ich wirklich nicht. Kamerad Streicher trifft den Nagel auf den Kopf. Eine von Judensperma besudelte Vagina ist eine Kloake und bleibt eine Kloake.
Da hilft auch hinterher kein germanischer Besen mehr. Meine Herren, ich schlage vor, dass Vertreter unserer Zentralinstanzen das Gespräch auf einer unteren Ebene fortsetzen. Obersturmbannführer Eichmann wird sich dann mit Ihren nachgeordneten Dienststellen in Verbindung setzen. Zwischenzeitlich bitte kurzschriftliche Darlegung der Standpunkte der beteiligten Seiten an Reichskanzlei. Sollte auf diesem Wege keine Einigung gefunden werden, behalte ich mir vor, Entscheidungen an höchster Stelle herbeizuführen. Noch irgendwelche Fragen? Obergruppenführer, ich hatte schon hingewiesen, 2,5 Millionen polnische Ghettojuden, Seuchen, Kriminalität, Schleichhandel, die Wirtschaftsstruktur des Gouvernements bedroht. Könnte man unsere Juden nicht als Erste einbeziehen? Kurze Wege, Transportproblem gering. Ja, ja, natürlich, Polenjuden zuerst. Der Herr Generalgouverneur wird es Ihnen zu danken wissen. Geschenkt. Eine Beunruhigung der polnischen Bevölkerung, die sich einbezogen vermuten könnte, sollte aber vermieden werden. Eine Frage der Tarnung und des Tempos und wir beabsichtigen, auf beiden Gebieten Hervorragendes zu leisten. Alles wird schnellstens abgewickelt. Das Protokoll bitte. Kurzfassung geht Ihnen heute noch gesondert zu. Ihre Aufgabe, Eichmann. Ich darf Sie anschließend noch einen Augenblick bitten. Ja. Gern. Meine Herren SS, ich erwarte Sie um 16 Uhr in der Prinz-Albrecht-Straße. Abschließend darf ich noch einmal gebeten haben, bei der Durchführung der Endlösung auch weiterhin Ihre höchste Stelle herbeizuführen. Noch irgendwelche Fragen? Obergruppenführer, ich hatte schon hingewiesen, 2,5 Millionen polnische Ghettojuden, Seuchen, Kriminalität, Schleichhandel, die Wirtschaftsstruktur des Gouvernements bedroht. Könnte man unsere Juden nicht als Erste einbeziehen? Kurze Wege, Transportproblem gering. Ja, ja, natürlich, Polenjuden zuerst. Der Herr Generalgouverneur wird es Ihnen zu danken wissen. Geschenkt. Eine Beunruhigung der polnischen Bevölkerung, die sich einbezogen vermuten könnte, sollte aber vermieden werden. Eine Frage der Tarnung und des Tempos und wir beabsichtigen, auf beiden Gebieten Hervorragendes zu leisten. Alles wird schnellstens abgewickelt. Das Protokoll bitte. Kurzfassung geht Ihnen heute noch gesondert zu. Ihre Aufgabe, Eichmann. Ich darf Sie anschließend noch einen Augenblick bitten. Ja? Gern. Meine Herren SS, ich erwarte Sie um 16 Uhr in der Prinz-Albrecht-Straße. Abschließend darf ich noch einmal gebeten haben, bei der Durchführung der Endlösung auch weiterhin Ihre Unterstützung zu garantieren. Das war's. Ich danke Ihnen. Obergruppenführer? Ja, bitte. Sie verzeihen, Obergruppenführer, Sie sagten vorhin, jene Juden, die nicht durch Arbeit ausfielen, seien gesondert zu behandeln. Ja, ja, natürlich. Ich meine, rein technisch gesehen, das wären doch 11, vielleicht sogar 22, vielleicht sogar 23 Millionen Schuss Gewehrmunition in diesen Kriegszeiten. Es gibt andere Methoden. Elegant. Humanere. Lesen Sie Adolf Hitler, Mein Kampf, Seite 772 in der letzten Auflage. Und lernen Sie die Führer, mein Wort zu nehmen. Wissen Sie, was der Führer da schreibt in seinem Buch? Der Hinweis häuft sich. Er sagt, es wäre besser, man würde die Angehörigen des hebräischen Volkes einfach unter Giftgas halten. Gas? Ich wünsche, von meinen Dienstgeschäften entbunden zu werden. Vielleicht kann ich meinem Land mit der Waffe besser dienen. Ich werde meinen Wunsch diesmal dem Führer direkt übermitteln. Über die Reichskanzlei, über Sie, geht das? Vielleicht. Danke, ich danke Ihnen. Tja. Wir sind doch beide überzeugte Nationalsozialisten. Aber es gibt Dinge, die man wohl besser den Jüngeren überlässt. ZZ. Ja. Vielleicht. Bertha? Haben Sie? Herr Littler. Ja, Bertha! 7213. Ein interessanter Aufgabenbereich für Sie. Herr Littler. Also, was der Jago? Bezug wie bestätigt. Und waschen Sie sich die Ohren, Sie Weihnachtsmann. Bitte. Wie komme ich so gut durch, Obersturmbannführer? Ach, scheiße, mein Mädel, die Arschlöcher pennen da oben. Danke. Ist gelaufen, Obergruppenführer? Ausnahmsweise zur Feier des Tages, ein Cognac.